So, grüß euch miteinander. Ich möchte mich bei euch für die letzten 5 Jahre ganz herzlich bedanken, bei Müller in Sierksdorf. Ich habe da so all die Ansichtskarten gefunden. Da steht herzliche Grüße drauf. Das ist von 1905, glaube ich, oder so. Und möchte einfach sagen, herzlichen Dank an euch alle für mein Team in Weinmüller und natürlich für die wunderbare Zeit, die wir mit euch miteinander erlebt haben da und die Freude und den Spaß, was wir gehabt haben miteinander. Und damit haben wir uns natürlich gedacht, was können wir denn alles machen für euch, für die November, wo wir 5 Jahre alt werden. Ja, ein paar lässige Musikaktionen und ja. Und da haben wir jetzt ein bisschen was vorbereitet für euch. Wir fangen am 2.11. mit den Tipps an. Die Tipps sind aus dem Achtel. Oh, jetzt muss ich schon mal mein Brühen holen. Ist eine ganz lässige Band. Rock'n'Roller, lässig. Whisky Cola, Cowboy Hut. Und natürlich. Sehr gitarrenlastige Musik, sehr gitarrenlastig, aber genau das ist das, was wir auch brauchen. Gitarrenlastig, schnell, lässig und Cowboy-mäßig ist auch mit wichtig. Und stellen wir die Gitarre wieder her. Und die Tipps haben wir schon ein paar Mal bei uns gespielt. Die haben der Bastlot eine sensationelle Aktion mal gebracht mit dem Blues, mit der Motorsäge. Ich habe jetzt eine Motorsäge für euch mitgebracht. Jetzt muss ich mal schauen. Hack, zack. Der Verstärker ist der Wahnsinn, ob ich die Motorsäge für euch da heute anbringe. Schmeißt man da mal um. Gut, zack, ist wieder abgesuffert, das sauf ich. Geht doch! Wir werden, glaube ich, den Song auf alle Fälle mit den Tipps wieder erleben. Da bin ich mir ganz sicher, dass der Motorsag-Song kommt. Und der Unterschied ist einfach, wie gesagt, gitarrenlastig und Motorsag Blues, aber ohne Kettner. Auf alle Fälle ganz wichtig. So, das ist eigentlich schon mal ganz gut gewesen. Jetzt schauen wir weiter. Dann am 17. haben wir eigentlich 5 Jahre Weinmüller, vor 5 Jahren haben wir da aufgemacht gehabt. Und Bud Spencer, oder besser gesagt, der Michi und der Christian waren die ersten, die vor 5 Jahren bei uns gespielt haben. Und haben praktisch heuer wieder da. Jetzt am 15.01. Bud Spencer ist eine wunderbare, tolle Tanzmusik für alle, was dabei. Und da geht es praktisch so um. Genau, so, sowas. Und ich denke, dass wir auf alle Fälle von den Beatles was hören werden. Beatles. Immer lässig, immer schön. Dann vielleicht vom Udo Jürgens. Weiß jetzt nicht genau, muss ich mit der noch reden. Kann vielleicht sein, Udo Jürgens, natürlich auch immer gut. Dann ganz sicher vielleicht, oder ganz sicher sogar, von Bob Dylan. Auf alle Fälle. Ich habe jetzt da noch was dabei aus der Zeit. 60er, 70er, 80er Jahre, wo sie auch viele Sachen auch mit rausholen. Von der Katharina, wie heißt die? Katharina Valente. Ob da was kommt, weiß ich nicht genau, aber vielleicht. Ja, wie schon gesagt, ist das sicherlich ganz super lässig. Wir freuen uns darauf. Tanzmusik eigentlich mit Bud Spencer. Ganz toll. Freuen wir uns richtig drauf. Weiß schon, als wir die letzten 5 Jahre immer zum Jahresfest gespielt haben, ja, geht es da heuer weiter. Ganz lässig. So, dann am 16. LB and the BB's, eine Formation aus Sierksdorf, die Zellerbrüder. Und das ist eigentlich auch eine ganz spezielle Geschichte. Drei Brüder in einer Band.
Und ich konnte es eigentlich bloß vergleichen. Da gibt es eigentlich die Könige der Löwen, die kennen wahrscheinlich auch die meisten. Das sind vier Brüder. Das sind die Followill-Brüder, Kings of Leon, sensationelle, tolle, schöne Musik. Und wie schon gesagt, die Zeller-Brüder spielen so dritt und mit LB in the BBs und haben auch einen wunderbaren, lässigen Bluesrock eigentlich mit dabei. Und ich bin jetzt bluesmäßig nicht so gut aufgestellt. Irgendwie so ähnlich. Bisschen verzerrter vielleicht, aber was eigentlich das Außergewöhnliche in die BBC ist, an die Zellerbrüder, die spielen Songs vom JJ Cale. Und der JJ Cale ist eigentlich einer aus unserer Jugend oder aus meiner Jugend. Und der JJ Cale ist heuer im August gestorben. Ich glaube 74 Jahre oder so, 73 oder 74 Jahre war der alt. Und die Zellerbrüder mit den BBs werden einige Nummer vom JJ Cale spielen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Das wird sicherlich das absolute Highlight für den Abend am 16.11. werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, Zellerbrüder, 16.11. LB in der Bibis im Weinmüller. So, was habe ich sonst noch für euch mit dabei? Ja, genau, vielleicht zwischendrin ein Rätsel für euch war vielleicht auch ganz gut, weil wir heute halt auch schon zuerst mit den Tipps zu 5 Jahre Weinmüller Cowboy-Musik letztendlich haben, gitarrenlastig, haben wir gedacht, es hat doch sicherlich jeder von euch einen Lederstrumpf gelesen. Entweder Karl May, Winnetou oder Lederstrumpf. Lederstrumpf, da habe ich jetzt das Originalbuch also da. Und da darf ich jetzt mal sagen, wer der Erste ist auf Facebook und mir schreibt, wer den Lederstrumpf geschrieben hat, dann gibt es einmal Maloya-Mützen. Darf mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere sich schnell da umschaut. Wer hat den Lederstrumpf gespielt? Wer ihn noch nicht gelesen hat, auch vielleicht von den Elternleuten, was auch nichts macht. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, man lernt fürs Leben. Ganz wichtig. Lagerfeuer, Pfeil und Bogen, Schießen, Leidenschaft, eigentlich ganz wichtig. Lederstrumpf muss man gelesen haben. Jawohl. So. Dann schauen wir weiter. Ganz auch noch was Besonderes. Am 23.11. spielt der Steff bei uns. Und der Steff ist einer, der auch von Anfang an mit dabei war. Ich zeige euch jetzt einmal all die Postkarten vom Steff, wie es eigentlich so losgegangen ist. Mit seiner alten Handynummer. Aber ich glaube, ich stehe da noch drauf. Das war der erste Kontakt vom Steff. Da habe ich ihn einmal angerufen an der Handynummer. Und die Postkarten, die halte ich mir auf für die Ewigkeit, weil die ist was Besonderes. Und das freut mich, dass der Steff wirklich mit seinem fetten Programm, das er hat, auch bei uns dennoch einen Weinmüller nicht vergessen hat und bei uns mit dabei ist. Das ist super lässig, ganz stark. Der Steff spielt auch viel Ziehharmonika. Ziehharmonika? Nein, Mundharmonika. Mundharmonika ist doch das. Genau. Und das ist vom Steff, die habe ich vom Steff einmal gekriegt. Aber ich kann den Blues alle noch nicht. Jetzt hat er mir schon ein paar Mal gezeigt, aber ich kann alle noch nicht. Aber ich werde es lernen. Jetzt, was auch ganz wichtig ist oder so, der Weinmüller, der alte Weinmüller, war praktisch auch einer von den Magics. Und der Steff spielt da mit seiner neuen CD, Langsam pressiert's, wo er derzeit auf Bayern-Tour unterwegs ist, auch diesen Magic aber. Und da habe ich jetzt auch alle Postkarten von euch oder für euch dabei, wo der Weinmüller, sage ich es euch einmal, ich stelle es euch einmal daher, da drauf ist, da seht ihr das, da ist er drauf.
mit der alten Transmission, du weißt schon, mit den alten Leitungen. Und das ist im Weinmüller drin, wo wir unser Lokal letztendlich haben. Seht ihr das? Ich gehe mal ganz nah hin. Ja, genau, da ist es. Seht ihr das? Ja, perfekt. Und der Weinmüller ist auch ein alter Magic. Und das trifft sich ja genau am 21.11., wenn der Steff bei uns spielt. Weil der Weinmüller der Magic war. Der Magic ist, wie der Steff sagt, alter Schrauber, alter Machler, der alles kann, der alles weiß und der alles hat. Und der Weinmüller war garantiert auch ein Magic, hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Der hat auch geschraubt und hat gewerkelt, hat Leitungen gemacht, hat Buller geschraubt, hat alte Mopeds zusammengekriegt, hat Radl gekriegt. Der Weinmüller war ein Magic, hundertprozentig. Und da ist was Besonderes, wenn der Steff ein Magic im Weinmüller spielt, weil ich glaube, dass kein größer Magic gibt wie ein alten Weinmüller. Und es ist total klasse, dass das möglich ist. Ich habe jetzt noch eine Gitarre dabei. Das ist auch ein ganz lästiges Teil. Da steht jetzt auch drauf, den habe ich irgendwann mal zu meinem Geburtstag gekriegt. Mach dein Ding steht da drauf. Ich glaube, das hat der Schallinger Michi hat das morgen mal gemacht. Und das finde ich auch lässig. Und es ist eigentlich eher so, dass man sagt, so wie der Steff eigentlich sein Ding macht, machen wir auch unser Ding im Weinmüller. Und mich freut, dass das so schön ist, gut läuft und es uns gut geht und eine Freude miteinander haben. Auch wenn die Musikqualität nicht die beste ist. Aber das macht nichts. Die Leidenschaft reißt viel raus. So. Jetzt habe ich noch irgendwas für euch dabei. Ich glaube, was habe ich noch? Genau, wenn wir dann jetzt mal weiterschauen. Am 14.12. spielt der Gude und der Günther mit der Guten Abendband im Weinmüller. Das T-Shirt habe ich schon dazu an. Immer ein Schnäuzer, war schon zweimal dabei. Heuer zum dritten Mal im Dezember. Die Guten Abendband im Weinmüller. Wir haben die Deko schon mit dabei, hinten der Lampenschirm. Ist natürlich auch Gitarren- und basslastig, schlagzeugmäßig. Ich schmeiße mir mal einen Schirm nochmal an, weil. Wieder raus und ja, das wäre es jetzt eigentlich langsam gewesen. Jetzt dann freuen wir uns für die November-Geschichte. Vielleicht hat eine oder andere Lust vorbeizukommen, da mich richtig freuen und dass wir miteinander ein bisschen feiern. Wir haben auch noch was Spezielles: Wir haben einen ersten Stock unser Maloja-Shop hier oben und zeige ich euch auch mal den Flyer, dass noch jeder sieht. Genau. Maloja kennt man, eine Chiemgauer Firma. Super lässig, super funktionell, super schön. Und wir haben auch Maloja jetzt 5 Jahre im Weinmüller mit dabei, im ersten Stock. Die neue Winterkollektion ist eingetroffen. Wir warten noch auf den Schnee. Dauert noch ein bisschen, wenn man so ausschaut. Aber das kommt sicherlich daher. Und wir können im November für alle Maloja-Freunde 5 Jahre Maloja im Weinmüller einen halben Preis machen für Auslaufkollektionen aus den letzten 1, 2, 3 Jahren. Haben wir noch ein paar schöne Einzelteile da. Wer was lässig Schönes noch von Maloja haben möchte, kommt vorbei und schaut auf ihren Shop. Und ja, genau, vielleicht passt das ein oder andere für euch noch mit dazu. So, das wäre es jetzt von meiner Seite gewesen. Wir sind heute da gewesen in Schweigoans, wo ich in Ruppolding lebe, wo ich wohne, in einem ganz wunderbaren Ambiente. Super lässig. Es ist ähnlich wie im Weinmüller und ja, genau. Und man sollte eigentlich das machen, wo man Freude, Lust und Spaß miteinander hat. So sollte man leben, so sollte man es auch machen und dann ist man auch glücklicher und zufriedener. Also, ich wünsche euch was, alles Gute. Und eine schöne Zeit. Bis auf die nächsten Tage.